Wir alle haben von Präventivschlägen gehört, aber von präventiver Strafverfolgung? Muslime in den USA sind empört über die offenbar neueste Taktik im Krieg gegen den Terror. Menschen in eine Falle zu locken, die verdächtigt werden, in der Zukunft Terroranschläge zu planen. Marina Portiana berichtet, dass fast 95% diesbezüglicher Verurteilungen aus Provokationen durch die FBI resultieren. Nach dem 11. September wurden in den USA hunderte Muslime verhaftet, strafrechtlich verfolgt und wegen versuchten Terroranschlägen inhaftiert. Diese neueste Studie zeigt jedoch auf, dass die US-Regierung selbst eine entscheidende Rolle bei der Orchestrierung der meisten sogenannten Terroranschläge spielte, um die Gefahr des einheimischen muslimischen Extremismus aufzubauschen. Die Überprüfung der 399 vom Justizministerium aufgeführten Terrorismusfälle ergab, dass 94% mit präventiver Strafverfolgung verbunden waren. Dies ist eine Praxis, jene ins Visier zu nehmen, die Beamte für prädisponiert halten, ein Verbrechen zu begehen, bevor ein Verbrechen tatsächlich begangen wurde. Die Studie stellte weiterhin fest, dass in einigen Fällen Beschuldigte ins Visier gerieten, nur aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit oder ideologischen Überzeugung. In anderen Fällen dagegen benutzte das FBI einen Agent Provocateur, um wehrlose Personen zu rekrutieren, mit Geld zu locken und zu nötigen, einen Terroranschlag durchzuführen, der vom FBI selbst vorbereitet wurde. Zum Beispiel lieferte ein FBI-Informant falschen Sprengstoff und instruierte den Beschuldigten. Das nennt man eine Falle stellen. Der 175 Seiten starke Bericht wurde vom Projekt Salam veröffentlicht, von einer Gruppe, die Unterstützung und Rechtsbeistand für Muslime organisiert. Einer der Autoren sagte mir, dass es ihm durch seine Erkenntnisse schwerfällt, an die Integrität des US-Justizsystems und der Bundesbehörden zu glauben. Sie versuchen, die US-Bevölkerung davon zu überzeugen, dass es diese große Armee von potenziellen Terroristen gibt und dass sie große Angst vor ihnen haben müssen. Sie überwachen die ganze Welt und diese Überwachung ist für sie sehr wertvoll. Sie können unglaublich viele Dinge in Erfahrung bringen und sie zu ihrem Vorteil kontrollieren. Rechtlich wird das Ganze allein durch den Krieg gegen den Terror begründet. Ohne diesen Krieg gegen den Terror hätten sie kein Recht, das alles zu tun. Und deshalb müssen sie den Krieg gegen den Terror in Gang halten. Und sie müssen immer wieder Leute finden, verhaften und einsperren, um Angst zu verbreiten. Denn ohne das alles können sie diese Art der Überwachung nicht rechtfertigen. Und diese Überwachung ist, wie die Öffentlichkeit erfuhr, nicht nur auf muslimische US-Bürger beschränkt. Kritiker meinen, dass ohne öffentlichen Protest gegen dieses von der US-Regierung organisierte Verbrechen dies zu einer geläufigen Praxis werden könnte, um jeden ins Visier zu nehmen. Marina Portnaya, RT, New York.